Hallo meine Wolfies, zu einer kleinen Runde Rage Mode. Ja, komischerweise fehlt am Anfang das Geräusch vom Countdown. Ich hab keine Ahnung warum. Ich bin nicht sonderlich gut in Rage Mode, aber huch, wir haben einen Kill gemacht. Huch, wir werden beschossen. Ich hab nicht getroffen, aber jetzt, bam, Rache ist Zuckerwurst. Zuckerwurst? Was ist Zuckerwurst? Was ist das Zuckerwurst? Okay. Wir werden jetzt mal gucken, wie wir alles so kriegen. Padam, padam, padam. So, ich habe ein kleines Update dazu, dem, was Sam und ich vorhatten. Und zwar brauchen wir zu dem, was Sam und ich vorhatten, noch ein klitzekleines bisschen, aber ich denke mal, wir werden dieses Wochenende unseren Plan umsetzen können. Ich finde diese Anordnung etwas doof. Ich würde die Axt lieber neben dem Bogen haben. Aber okay. Hier ist nix. Hier ist nix. Da. Ist was. Na komm. Verdammt. Ah. Komm jetzt. Kann aber nicht wahr sein hier. Jetzt haben wir. Okay, wir werden das wahrscheinlich dieses Wochenende schaffen. Wir werden uns noch ein, zwei Leute dazu holen. Leider hat eine Person von denen, die wir mitnehmen wollten, abgesagt. Das war sehr schade drum. Aber wir haben, also entweder machen wir es, suchen wir uns noch wen. Oder wir gucken, vielleicht kriegen wir das auch mit den paar Leuten hin, die wir noch haben. Aber ist wird eine lustige Sache. Tschüss. Oh, ich bin gleich tot. Ich bin tot. Jetzt haben wir wenigstens die Axt wieder. Der Ort des Geschehens ist der hier hinten. Huch. Und wo schießt er der? Von da. So, den haben wir uns noch geholt. Super. Ja, unsere Sache hat, wie ich schon angekündigt hatte, was mit Alkohol zu tun. Schade, warum treffe ich nie mit dieser blöden Axt? Er hat jetzt getroffen. Das ist Mist. Ich will nicht, dass ich getroffen werde mit dieser scheiß Axt. Wo sind wir? Auf Platz 2. Das ist eine schöne Sache. Hallo? Hallo? Oh. So. Das war der erste Platz. Oh, wir haben den ersten Platz ja gerade weggeholt. Ja, es hat was mit Alkohol zu tun, wie wir schon sagten. Und bitte nicht nachmachen, weil Alkohol böse, böse. Aber wir haben uns gedacht, das macht bestimmt ein kleines bisschen mehr Spaß, ein Horrorspiel mit Alkohol in Verbindung zu spielen. Wer hat mich denn jetzt da mit einem Messer getötet? Alter Vater, ey. Nur weil ich den nicht gesehen habe. Kriegen wir den? Den kriegen wir nicht mit der Axt, oder? Wow, den haben wir wohl mit der Axt gekriegt. Das ist auf jeden Fall eine Leistung. So. Okay. Wir sind jetzt immer noch auf Platz 2. Geht mir so langsam auf den Sack. Ich will auch mal hier auf Platz 1. Hinter uns ist keiner. Da vorne ist er. Bio. Den haben wir uns da weggesnackt. Ah, da war einer hinter uns. Schade. Wir hatten eine Dreier-Killstreak. Das war so schön. Es war so schön. Oh, den kriegen wir da nicht weg. Schade. Gehen wir doch mal hier lang. Beef. So geht das. In your face. Da ganz hinten ist wer. Also, wenn ich Rage Mode spiele, dann könnt ihr übrigens meinen Namen sehen, denn ich bin in Rage Mode nicht genickt. Ah, so, jetzt haben wir ihn weggeholt. Das war hier ein Sniper-Duell. Da hinten muss irgendwo weg. Ah, da war er. Ich habe ihn nicht gesehen. Wir haben jetzt wieder unsere schöne Axt. Hier vorne war gerade wer. Ich habe ihn gesehen. Oh, zuck.
Ah, oh, fuck. Derjenige ist richtig gut. Wer ist Kiona? Kiona ist Gott. Bestimmt einer der von denen, die Tag aus Tag ein in Rage Mode hocken. Und das suchten wie, als gäbe es kein Morgen mehr. Da hinten ist er, sie es. Ah, das, wir haben uns gegenseitig gekühlt. Das ist schön. Okay, wir jagen uns jetzt noch ein bisschen. Tami ist auf Jagd. Tami hat Fleisch und Blut gerochen. Okay, hier vorne muss irgendwo wer sein. Und zwar hier. Und jetzt machen wir hier wieder die Biege. Upp. Ich finde es schön, dass man keinen Fallschaden kriegt. Ich glaube, am Anfang hat man Fallschaden gekriegt. Das ist mir richtig auf den Sack gegangen. War der dahin jetzt tot? Haben wir den noch getötet? Keine Ahnung. Okay, Kiona hat gewonnen. Wir sind auf Platz 3. Dr. Fanplace hat uns dann doch noch überholt. Und dann sag ich mal, oh, GG, kann ich jetzt nicht mehr sagen. Scheiß drauf. Okay, bis zum nächsten Mal. Tschüss.